Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Jetzt müssen wir mal schauen, wir hatten gerade hier so einen verrückten Saboteur gehabt. Falls es der Saboteur war, aber ich vermute mal, der ist auf jeden Fall ziemlich durchgedreht. Und ich hatte mal wieder einen Tag Päuslein. Mal schauen. So, was haben wir hier? Jede Menge, was wir uns anschauen können. Eckbüro, was für eine Aussicht. Wir sollten irgendwo ins Trinkwasser oder so das Heilmittel reintun. Du bist noch benommen. Minus 25% Trefferchance ist natürlich doof. Und das Wichtigste ist, wir haben diese Pilzinfektion, wo wir aufpassen müssen. Sie hat noch 12.000 Sekunden. Was ist das? Das Planungsbrett der Forscher. Vielleicht haben sie ihre finanziellen Mittel verloren. Hilft uns nicht wirklich weiter. Da kommen wir nicht durch. Also bleibt uns ja nur dieser Weg. Ich glaube, wir machen besser mal hier die Ansicht von oben. Da ist eine Tür. Was ist mit der Tür? Die hölzerne Tür hat schon bessere Tage gesehen. Sie ist verklemmt und aus den Angeln gehoben und blockiert euren Weg. Ein manueller Angriff könnte sie entfernen. Muckiprotz. Brachiale Gewalt. Sesam, öffne dich. Tada. Lass uns mal da reingehen. Aha. So, machen wir besser mal mit ihr. Ein Zahlenschloss? Okay. Anscheinend hier nicht zu sein. Dann ist das was für dich. Safe knacken. Unmöglich! Ganz normal knacken. Geht sowieso nicht, ne? Okay. Da müssen wir hier ziemlich hoch haben, das Schlösser knacken. Was Wichtiges drin sein. Müssen wir mal schauen, ob wir da Punkte einsetzen wollen. Müssten wir Safe-Knacken erhöhen. Das wäre schon gut, aber wir müssen auch mal besser treffen können. Shit. Wieso kann ich das gar nicht sehen? Weil wir die Möglichkeit gar nicht haben, das höher zu machen. Okay. Da steht auch bei. Vulture Cry Stufe 3 ist eine, die schon höher ist. Okay. Ja, und ich wollte nochmal genau schauen. Das hier ist eine Handfeuerwaffe. Das ist eine Maschinenpistole. Ich glaube, sie kann gar nicht mit der Pistole. Genau, sie kann nur mit Maschinenpistolen umgehen. Das ist doof. Dann bringt der hier gar nichts, obwohl der sehr gut ist. Und dann sollte ihn vielleicht mal behalten. Wer weiß, ob wir irgendjemanden kriegen, der mit Pistolen umgehen kann. So, Wahrnehmung, was haben wir hier für eine Tür? Ein Schloss und eine Falle. Wir haben keinen, der Fallen entschärfen kann. Schande. Industriewäscherei. Na gut. Dann opferst du dich dieses Mal. Halt. Alleine. Bam. Sesam, öffne dich. Verschlossen. Okay, dann kannst du noch mal öffnen. Sie macht eigentlich keinen schlechten Schaden und trifft eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, ich werde dann die weiteren Punkte... Ja, das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, dass man kämpft. Mm-hmm.
alles auf Italienisch. Kann der Doc vielleicht was damit anfangen? Ah, Mist. Nö, kann er nicht. Halt, da haben wir schon wieder was. Das müssen wir in die Luft jagen. Genau. Bisschen das dahinter direkt auch nochmal. Ziel ist blockiert. Also hier können wir auf jeden Fall nicht rein. Sieht das überhaupt nach einer Tür aus? Nee. Okay. Halt! Zurück! Hat sich selbst Schaden gemacht. Auch gut. Schießen. Keine Muni mehr drin, oder was? Wieso klappt das nicht? Ist schon kaputt, hat sich selbst umgebracht. Okay. Verstehe. Aber da ist noch eins. Können wir da eigentlich drauf schießen? Cool, wir können da schon durchschießen. Ah! Weg hier. Schande. Okay, da haben wir jede Menge Feinde. Frage ist, kann man nur dadurch, wenn wir hier durchschießen konnten, können wir vielleicht hier auch einfach reingehen? Nein, können wir nicht. Verstehe. Alle nachladen. Die zwei Sniper ballern drauf. Okay. Sehr gut. Damit haben wir eine schon fast getötet. Fast. So, und wir sind hier etwas eingezwängt. Das ist doof. Gehen wir wenigstens hier rüber. Ja, besser da drauf. Jetzt triffst du hier noch einen. Warten. Ah, da kommen die Dicken. Nicht gut, besonders weil wir alle auf einen Haufen sind. Sollten hier mal ein bisschen Abstand gewinnen. Sehr gut. Und tschüss. So, ich würde sagen, wir gehen hier was zurück, gehen in die Hocke und warten ab. So, du hast nicht so eine weite Reichweite. Deswegen gehst du mal hier runter, in die Hocke und wacht das auch ab. So, den können wir schon treffen. Das ist gut. Machen wir das doch glatt mal. Zack. Okay, abwarten. Kontrolle verloren. Ja, Hauptsache sie ballert drauf. Schön, dass sie von da treffen kann. Das wusste ich natürlich nicht. Hier, ich denke immer, das ist eine Mauer. Was ist das eigentlich? So, hinhocken. Abwarten. Gehockt bist du schon. Beendest aber trotzdem mal den Zug. Ich glaube, ich gebe mal gleich den Talisman, den er Chojin hat, hier dem Red, damit er mal ein bisschen besser trifft. So, du triffst eigentlich nicht schlecht. Aber wir beenden trotzdem den Zug. So, und Chojin kann natürlich draufschießen.
Sogar zweimal jetzt. Sehr gut. Der Vorder hält sowieso nichts mehr aus. Vielleicht lieber mit einem normalen drauf schießen, lieber auf den hinteren. Ja, genau. Und etwas zurückziehen. 45, das ist nicht so viel. Aber es reicht aus, sehr gut. Und die Explosion hat auch nochmal ihn Schaden gemacht. Hervorragend. So, jetzt müsstest du doch eigentlich treffen. Ja. Super. Bam. Wuhu. Das war ordentlich. Was ist das? Seltsame Schote. Nehmen wir alles mit. Infiziertes Herz. Achso, wir sind so gut durchgekommen. Vielleicht sollten wir auch mal gerade speichern. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Testo 2. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den Testo 1 überschreibe, weil es geht ja alles auf Zeit. Wir müssen auf jeden Fall durchkommen. Achso, schnell weg hier. Das, genau. Töte dich selber. Sehr gut. Wo haben wir denn hier noch was? Jede Menge davon. Frage, es sind irgendwo noch Feinde. So. Kannst Zielübungen machen, aber vorher schauen wir mal hier rein. Der Chojin hat hier so eine, genau, weißer Tod. Gib die mal hier dem Red. Der Red zieht die an und hat dann 5% bessere Trefferquote. So, Red, zeig, was in dir steckt. Geh mal lieber was vor, sonst triffst du gleich noch den Doc. Bam. Kannst du nicht sehen? Wieso nicht? Weil das Teil schon kaputt ist. Ich verstehe. So, da können wir nicht durch. Da hinten ist noch ein Safe. Kommen wir da dran. Können wir einfach hier durchgehen? Jo, können wir. Dann folgt mir mal, Jungs. Und unsere Indianerin checkt mal gerade, was hier ist. Ein Zahlenschloss. Ja, was wir sehr wahrscheinlich wieder nicht öffnen können, vermute ich. Doch, sehr gut. Den kriegen wir auf. M2, schwere Waffen. Wir haben keinen, der schwere Waffen umgehen kann. 4 bis 7 Schaden, aber 8-mal. Okay, dann ist es natürlich wiederum sehr viel. Wären also 32 bis 56 Schaden. Ziemlich cooles Teil. Oh, es braucht sogar die Munition. So. Teil mal irgendwie auf. Nun, wo die schauderliche Hülse nicht mehr da ist, ist es nur mehr eine stachelige, große Monsterpflanze. Okay. Alle nachladen. Ich glaube, der Doc sollte noch mal ein bisschen reparieren. 22 bis 34. Eigentlich sollte es durch Sanitäter besser werden. Tut es aber nicht. Ja, der könnte ein bisschen was vertragen. Ja. Nee, die normalen bitte. Das
Sehr gut. Komm, wir rennen mal kurz dran und rennen wieder weg. Sparen wir auf jeden Fall Muni. Na, explodiert nicht. Okay, war ein bisschen cleverer. Lass mich raten, hier können wir das reintun. Ah ne, das ist das, wo wir die Energiezelle reintun müssen, ne, für die Funkübertragung. Zitadellenbasis, bitte kommen, hier ist Echo 1. Der zweite Funkturm ist zerstört und kann nicht repariert werden. Roger, Echo 1. Understood. Stand by. Wir warten neue Anweisungen, das habt ihr ja gehört. Okay, Echo 1, we anticipated this contingency and have a plan B. Ready to copy? Aber sicher doch, leg mal los. 10-4, here it is. Cartographer Segarra and historian Eggleston have found reference to a functioning radio tower in a town called Damanta. Location cannot be confirmed, but it's reported to be east of the old prison, behind the radiation cloud. We have no intel on how to navigate this cloud, but I've heard second-hand accounts of it being done. I suggest you make contact with locals in the prison area, but be advised, that's Red Scorpion territory. They don't take kindly to us trespassing on their turf. Proceed with caution. Copy? Copy. Understood. Okay, wo genau ist das Gefängnis? Bam! Okay, weiter östlich, aber wir wissen noch nicht, wie wir hinkommen, ob man da unten rumkommt. Ich würde auch eher mal in diese Ranger-Zitadelle rein, weil ich ja von einem YouTuber erfahren habe, dass wir da eine weitere Person bekommen. Wie lautet die Hintergrundgeschichte zum Gefängnis? Our old HQ since right after the apocalypse. We moved out of there about 15 years ago when we took over the Citadel from the Guardians. Now the Red Scorpion Militia owns it and they're trying to run things there like we did. Unfortunately, there's still more thugs than Rangers and they rule with a heavy hand. Wer sind die Red Scorpions? Back in the day, they were just another raider gang. Now they call themselves the Red Scorpion Militia, and they're filling the airwaves with a lot of trash about how they're the real law and order in Arizona. That's a joke, but you'll still want to step carefully on their turf. They can be a mite touchy. The Scorpions have been mentioned in the place lately. Been saying they're trading with them. Supposed to be east of the prison, and I don't know. There isn't much east of the prison but radiation. Wer weiß, vielleicht ist da viel mehr. Roger, Echo One. Be careful out there. Sure, always. Funkkontrollplatine. Fand einen Weg, der Monte zu erreichen und errichten einen zweiten Funkverstärker. Überwacht den Funk, wenn Nachrichten sich ausbreiten, bla bla. Da suchen wir noch irgendwelche Infektionen. Sucht den Rest von Aces Logbuch. Müssen wir nochmal zum Funkturm gehen und schauen, ob wir da irgendwas finden, jetzt mit höheren Werten. Also wir können auch nicht das Teil einsetzen, sehe ich das richtig? Oder haben die das automatisch eingesetzt? Funkverstärkereinheit, wir können die jetzt glaube ich nicht einsetzen. Hotspot, zack. Ne, geht nicht. Alles kaputt. Alles kaputt. Grün und unerbittlich wie es ist, hat dieses dichte Gestrüpp den Weg vollkommen versperrt. Solange es nicht irgendwie zu schwächen ist, kann höchstens schwere Geschütze durchkommen. Ja, schweres Geschütz wollen wir nicht, aber wir haben... Können wir irgendwo hier... Ist hier irgendwie eine Wasserzubereitungsanlage? Wo zum Hölle ist die? Davon hat uns doch die eine erzählt. Aber hier gibt es nichts. Schande. Na, hier ist nirgendwo nichts, was ich nutzen kann. Da vielleicht noch rein. Können wir hier durch?
Will nicht, ne? Shit. Wo rennt ihr alle lang? Das ist sehr seltsam, welchen Weg wir hier gehen. Okay, die versuchen da irgendwie hinzukommen, die KI, aber es geht natürlich nicht. Wir müssen hier durch. Kann ich auch nicht hier in diese Bewässerung ran? Das ist doof. Wir müssen irgendwie diese Pflanzen wegmachen. Okay, stellt euch nochmal hier rüber. Was haben wir denn an schweren Geschütz überhaupt da? Das kann natürlich hier diese dicke Wumme sein, ne? Die wir gerade gefunden haben. Wo haben wir die hingelegt? Da, hier. Schwere Waffen. Oder wir machen es mit Handgranaten. Das speichern wir aber, weil eine Handgranate ist schon was Wichtiges. Frage ist, mache ich damit nicht die Station direkt mit kaputt? Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Lass mal speichern. Okay, Waffenwechsel. Keine Wirkung. Ha. Okay, das geht definitiv nicht. Und die Handgranate tun wir auf keinen Fall opfern. Ja, schade. Vergessen. Da waren wir noch gar nicht dran. Ah! Hat ja schon mal gut geklappt. Gab es da vielleicht noch was? Sollte nochmal da durchgehen. Nicht, dass wir hier was vergessen haben. Vorher nicht gesehen haben. Nö. Hier geht's auch nicht lang. Schade. Wenn diese Fässer bloß voll wären, könntest du diese lästigen Pflanzen ein für alle Mal erledigen. So, als wäre es einmal eine Industriefässerei gewesen, aber jetzt kann man sich nichts mehr reinigen. Vielleicht muss ich hier irgendwo das reintun. Also dieses Serum, was wir bekommen haben. Wo ist das überhaupt? Der Doc hat das. Hier das, genau. Entfernt Pilzinfektionen. Verwendet Belebung, halt 5 Konstitutionspunkte. Also das sollten wir irgendwo ins Abwasser eigentlich reintun. Und damit könnte ich vielleicht auch die Pflanzen bekämpfen. So, gleich mal da draußen noch gucken. Ich will es jetzt auch nicht zu früh nehmen, weil danach war es das dann. Dann geht diese wahrscheinlich weg. Aber wenn ich wieder neu angegriffen werde, wäre auch doof. Was haben wir eigentlich hier? Notgeile 9, Nonnenausgabe 74 trifft Schwester Tiffany. Sie ist heiß auf Hochwürden. Mutter Obrin sagt, du bist Untergebene. Okay. Und hier haben wir die Geschichte des Agrarzentrums. Ist die wichtig? So, ich lese mir die mal durch. Das mache ich mal alleine und dann teste ich hier noch ein bisschen rum, ob ich das hier irgendwo verwenden kann. Können wir das als Hotkey nehmen? Ja, genau. Bis gleich, euer Chojin.